Wichtig wird dann sein, wenn Aachen dann mal in Angriff kommt, dass man dann genauso erfolgreich oder stabil agiert. Mhm. Aber das sieht ja erstmal gut aus. Das sieht gut aus. Natalie Lemmens da zur Stelle. Und da schafft Aachen den Ausgleich. Die braucht halt aber auch super präzise Pässe. Lebt von ihrer Physis. Wenn das einmal passt, dann kann das, glaube ich, richtig viel Spaß geben. Aber noch passt das nicht ganz zu 100%. Naja, jetzt kommt die Gastgeberin so ganz zart. So kann man es gut nennen, ja. Guter Block da. Ich muss sagen, also Dresden ist ein bisschen besser jetzt über diese Unsicherheit weggekommen, die bei beiden Teams war. Oh, alles oder nichts. Super Annahme. Ja, so kann man dann den ersten Satz zu Ende bringen. Frech, wie ich sie kenne. Genau in so einem Moment dann Verantwortung genommen und den Punkt gemacht. Und so streift natürlich der DSC auch so ein bisschen das Thema Unsicherheit. Absolut. Punkt für Punkt ab. Absolut. Also man sieht es auch irgendwie direkt, dass die Struktur wird klarer, die Aktionen werden klarer. Ja, wieder Netzfehler, Block Aachen. Ja. Genau. Und die nächsten Heimspiele gibt es dann Doppelspieltag, 19. und 20. Oktober. Genau, ich denke Freisenflacht müsste das sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Straubing und Hamburg. Straubing, Hamburg. Freisenflacht ist dann auswärts wieder, genau. Straubing, Hamburg, das sollten eure Gegner dann sein. Lohnt sich auch mal bei euch vorbeizuschauen, zur Rote Bundesliga Volleyball. Und wenn du mit Erfolgserlebnissen kommst, dann kannst du auch an ein paar Sachen besser arbeiten, die noch nicht stimmen. Sie macht den Satzball. Zweiter Satz gewonnen, 25-16, auch wieder sehr souverän. Ja, gute Ball. Und da sieht man dann auch ein bisschen Energie und Freude bei Aachen. Ja, das war logisch, dass Alex Weibel da dann jetzt reagiert. Wieder die Schnittstelle erwischt. Jetzt sehen wir es nochmal von hinten. Nimmt dann nochmal die Möglichkeit der Auszeit. A, weniger Fehleraufschlag. Ja. B, dann ein bisschen besser annimmt. Der war stark, der Ausschlag. Sehr gut. Von der Russin. So, jetzt gibt es kurze Beschwerden beim Schiedsgericht. Annahme passt. Technische Lösung ohne Brechstange. Guter Aufschlag, aber Annahme auch sehr gut. Das Zuspiel passt nicht ganz. Volles Risiko, aber zu flach abgeschlagen. Und Aachen holt den Satz, den dritten Satz. Stark. Sind besser reingekommen in diesen dritten Satz. Sollte. Das passt, denke ich auch. Ja, ein bisschen wackelig. Da ja. Freut sich die liebere Aachener Seite. Casey Yost, die Kanadierin. Hochmotiviert on fire. Ich glaube, da ist jetzt keiner mehr mit Nervosität unterwegs. Annahme hinterher, wackelig. Ja, das ist jetzt die Sicherheitsvariante, das ist dann zu einfach. So, jetzt danke bei Aachen. Und auch ein kleiner Fehler. Wow, 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 wow. Der war schmerzhaft, oder? Ja, mega. Also super langer Ballwechsel. Der ist schmerzhaft, weil du natürlich die Chance hattest. Ah.
Haben sie gewonnen? Haben sie gewonnen?